Ist euch schon mal aufgefallen, dass es in der Kleinstadt gar nicht schneit? Also es schneit im Hauptdorf, es schneit im Nachtdorf und im Nachtdorf liegen sogar auf jedem zweiten Baum Schnee. Ja, da schneit es auch an Bäumen vorbei. Und aber hier sehr lieblos. Hier schneit es null, null Schnee, null irgendwie lieblos so dies Nachtdorf, diese Kleinstadt hier. Aber egal, ich habe mit Bender hier angegriffen. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich habe hier mit dem Bender angegriffen im Clan Deutschland Ed. Ihr wisst, da spielen wir neben der CWL unsere CKs. Den ersten haben wir auch ganz toll gewonnen. Beim zweiten sehe ich das noch nicht ganz so. Deswegen mal sehen, ob wir uns da wirklich haben brechen lassen oder nicht. Aber ich habe hier so ganz alleine angegriffen und ich finde 286 Medaillen bei so einem kleinen oder bei einer so kleinen Kleinstadt ist gar nicht mal so schlecht. 6 Angriffe habe ich gemacht. Habe auch ein Distrikt geschafft und ihr seht das. Ja, also ja, so ein paar Punkte lasse ich hier halt. Dann bleibt der Bender nicht ganz so auf der Strecke. Aber der Bender ist hier der Hüter dieses Clans. Und er ist nicht gerusht, Leute. Der ist nicht gerusht. Der Level ganz normal, aber halt eher wenig. Aber gehen wir mal rein in den laufenden CK. Der Bruch. Ja, warum eigentlich der Bruch? Ich bin gestern Abend wirklich gebrochen gewesen im Livestream, weil der Gegner COC, die haben hier richtig, richtig reingehauen von Anfang an und haben uns hier ein Dreier nach dem nächsten präsentiert. Also wirklich schon ziemlich krank, muss ich sagen. Ich war das erste Mal echt erschrocken, wie einfach es teilweise geht. Und ich zeige euch keine Angriffe von den Dörfern hier. Ich will die nicht burnen, so heißt das, glaube ich. Aber ich war dann, muss ich sagen, ein bisschen gebrochen. Meine erste Verteidigung hat gehalten. Also ich habe einmal verteidigt, ich habe dann aber 3 Sterne kassiert. Und warum bin ich da so gebrochen gewesen? Weil es gegen 15er war, weißt du? Da opferst du dich auf hier, maxst dein Dorf, ne, tolle Kanonen und tolle Helden und alles geil. Und dann kommt ein 15er daher und was willst du denn, weißt du? Ich war nicht gut drauf, muss ich sagen. Ich war wirklich nicht gut drauf. Das hat mich dann wirklich ein bisschen sprachlos gemacht. Den nehme ich mir heute Abend vor, Leute. Der ist auf jeden Fall dran, egal was es ist. Ich werde ihn claimen, nicht mit dem Account. Okay, mache ich mit dem Thorsten. Aber wir sind jetzt auch nicht so schlecht. Ja, woran liegt es, dass die Gegner so hart gedreht haben? Ich gucke mal, wie Maximus das jetzt gemacht hat. Nimmt auch wieder Reiter. Okay, also die Root-Reiter, so heißen im Englischen, sind im Moment fürchterlich stark, egal eigentlich, wie du sie spielst, ob jetzt mit dem Queen Charge oder ob du sie spielst. Was habe ich alles beim Gegner gesehen? Ich kann euch mal sagen, während der Angriff hier so ein bisschen läuft, kann ich euch mal sagen, was ich in welchen Kombinationen ich die Root Rider gesehen habe. Also ich hätte fast gesagt, schlimmer können Hexen, Riesen und Bowler auch nicht gespammt werden, ja. Indem du einfach über die langen Reihen hier alles reinschickst, die ganzen Root-Rider einfach rein. Den Rest einfach dahinter, ja, und dann nimmst du ein paar Zauber mit. Gute Zauber, fand ich, waren Skelettzauber, die ganze Def völlig abgelenkt haben, aber halt die Root-Rider sehr, sehr gut geschützt haben und natürlich auch die Hexen und auch womöglich vielleicht sogar die Valkyren. Auch das habe ich gesehen, mit Valkyren oder Root-Rider mit Klonzauber. Root-Rider mit Klonzauber habe ich auch gesehen. Also richtig kranke Dinge, aber immer Root-Rider. Und das hat mich dann schon ein bisschen beängstigt, muss ich sagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Truppe im Moment gut gebalanced ist, weil, wie gesagt, wenn dich einfach ein 15er oder ein 16er, ein 15er auch damit trippelt und du denkst, du hast hier das 16er High-End-Dorf, weit gefehlt. Echt weit gefehlt. So ist es nicht. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Also irgendwas, ich meine, die Situation ist ähnlich wie bei 15, 14. Als es Rathaus 16 noch nicht gab, habe ich auch das Gefühl gehabt, jetzt ist es als 14er irgendwann leichter, die 15er zu dreiern, als 15er die 15er zu dreiern. Ja, das Gefühl hatte ich ja auch schon mal eine ganze Zeit lang, weil ich mich da auch teilweise sehr einfach mit getan habe, 15er zu dreiern, aber mit meinem 15er überhaupt nichts gebacken gekriegt habe. Also es ist wirklich sehr, sehr komisch. Vielleicht geht man auch ein bisschen einfacher an die Sache ran, wenn es ein Hit-Up ist, wenn du also eine Rathausstufe oder zwei Rathausstufen höher musst, als dass du immer so auf gleicher Range bist, ne? 15, 15, wie es, ja, ich kann ja gar nicht sagen, früher mal war, wie es vor dieser Rathausstufe 16 war. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht da damit reinfällt,
dass dort so ein bisschen einfach im Kopf sich da ein bisschen was abspielt. Und aber wie gesagt, ich war ziemlich mies drauf, muss ich sagen, als ich wirklich diese Masse von Angriffen gesehen habe. Und ich habe sie gar nicht gesehen, ich habe sie ja noch nicht mal gezeigt. Ich habe sie auf dem zweiten Tablet geguckt und habe die nicht den Zuschauern gezeigt, damit ich die Bases, wie gesagt, nicht zeige. Aber dennoch, wir haben ja das Live hier von Fussen, okay. Den nehmen wir mal live mit rein und der haut uns auch einen Dreier raus hier, 9 auf 16, sehr schön. Okay, noch ist das Game nicht vorbei hier. Ich denke mal, der Gegner wird keinen Stern mehr bei uns holen, denn die haben auch wie der Clan vorher, als wir im Clan Deutschland Ed gespielt haben, im Clan Deutschland Ed, klar, den Clankrieg davor haben wir ja auch gewonnen mit 108 zu 105 oder so, weil die natürlich auch ziemlich extrem tief gehen mussten. Hier unten gibt es ein paar, die greifen wahrscheinlich gar nicht an oder können eigentlich gar nichts mehr reißen. Ja, im unteren Bereich waren wir auch wieder ziemlich viele, die auch nichts reißen konnten. Ich habe hier also auch mit meinen kleinen Accounts mehr oder weniger, mit Schief Barfuß, mit Beckensheriff habe ich sogar noch einen Angriff offen, wo ich eigentlich mir nur noch den Lot hole, weil halt für mich jetzt nichts mehr so wirklich auf ist. Und wir haben aber selber noch reichlich Angriffe hier, ihr seht das, und die werden alle gemacht, das glaubt mal. Die werden alle gemacht, Thorsten ist im Moment nicht im Clan drin. Und wenn ich natürlich dann sowas sehe, dann, wie gesagt, bin ich ein bisschen geschockt gewesen und auch hier im unteren Bereich, beziehungsweise ich wollte euch ja den Gegner zeigen, bin ich schon wieder vorweggekommen. Ihr seht das hier, 4, 16, 1, 5. Ja, Nummer 2 hat sehr, sehr spät angegriffen, hat es aber nochmal ganz gut gemacht bei Proxy. Dann der Nummer 3, 21, 13, also hier oben sind ja jetzt auch noch ein paar Bases offen. Es steht 87 zu 74, das heißt gar nichts, das sind nur noch drei offene Bases, da kriegt von den unteren kein einziger, denke ich, mehr noch überhaupt einen Stern. Wir gucken mal, was ist das hier für einer, Lena, ja, ein Rathaus 13, die werden niemals drei Sterne da oben schaffen. Wenn die das schaffen, dann schmeiße ich das Spiel weg, ehrlich, dann schmeiße ich das Spiel weg. Ich hoffe, das wird nicht so weit kommen, muss ich ehrlich mal so sagen. Und wir tun hier, was wir tun können, auch mit unseren 16 auf 16, ich meine, 16 auf 16 ist 16 auf 16, ist ganz klar, ja, wenn ich für einen 16er gedreht werde, dann nehme ich das hin, das ist für mich in Ordnung. In der Clankriegsliga ist mir das gelungen, da habe ich gedefft mit meiner neuen Base, die habe ich sogar von einer Prominenz kopiert und die wurde intern allerdings auch gedreiert, das heißt also, meine eigenen Clankollegen haben meine Base schon gedreiert. Nicht, weil sie jetzt vielleicht die CB kennen oder sowas, aber für die war die zu einfach, aber für den Gegner jetzt in der laufenden CWL, der hat es nicht geschafft, aber der 15er hier, der hat mich gebrochen, ehrlich. Der hat mir ein bisschen gebrochen. Also ich fand es doof, dass der mich getreiert hat. So kann man es eigentlich auch sagen. Ich fand es nicht in Ordnung. Weißt du, da gibst du hier Stunden um Stunden, levelst dein Dorf, abst deine Truppen und deine Helden und machst und tust. Und dann kommt so ein 15er daher, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Oh, der Thorsten, ja, was hat der denn für eine blöde Base? Drei mit Ansage wahrscheinlich auch noch. Das ärgert mich dann doch schon ein bisschen maßlos, muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch so nicht mit gerechnet. Aber egal, was willst du machen? Ich gehe gleich wieder in den Livestream rein. Also ich nehme jetzt vor dem Livestream auf, wenn ihr dabei sein wollt, Twitch oder twitch.tv/totoclash. Guckt einfach mal rein, kostet nichts, abonnieren dort, also abonnieren kostet doch schon was, aber followen kostet halt nichts, an Glocke stellen kostet auch nichts und dann verpasst auch keine Livestreams mehr von mir. Wenn ich nicht live bin, oder wenn ich nicht live bin, habe ich mal geschrieben, oder steht, glaube ich, in meiner Info auf YouTube, dann hat Clash of Clans eine Wartungspause. Oder irgendwie sowas. Naja, die Wartungspausen hielten sich jetzt hier in Grenzen. Dennoch wollte ich euch das nicht vorenthalten, dass es auch andere Angriffsstrategien gibt als Widderreiter oder Rutreiter. Sie sind schon sehr, sehr gut. Ich nutze sie auch selber im 16er Bereich. Klar, ich habe auch hier in der Liga schon zweimal damit gedreiert. Ja, spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass man sie dann auch gerne wieder nimmt, in der Hoffnung, dass das jetzt immer so bleibt. Aber das bleibt auch nicht immer so. Dritter Angriff, dritter Tag oder vierter Tag, 80%. Und man kann damit drei holen, man kann damit aber auch nur einen holen. Also der mich angegriffen hat, kann sein, dass der eine andere Angriffsstrategie benutzt hat, außer die Rutreiter, oder sie liefen halt ganz, ganz fatal. Aber ihr seht das auch hier. Aber das ist 16 auf 16, Leute. Und das finde ich in Ordnung.
Ich meine, gut finde ich es natürlich auch, wenn wir dippen und können die Rathäuser mit unseren 16ern unten zumachen, die 15er, aber das ist auch nicht immer so einfach so mal eben easy peasy. Ich mach das mal eben. Einen will ich aber euch noch zeigen. Nachtschatten, 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 Nachtschatten. Tod hat hier gar nichts mehr gerissen, wa? Alpha, ah ne, die haben danach nochmal angegriffen, so ein bisschen zum Loten, glaube ich, ne? Ja, es gab natürlich auch schon wieder Unverschämtheiten hier von jemandem oder von dem einen oder anderen. Weißt du, da nimmst du hier die Leute extra mit rein in die Clankriege, in der Hoffnung, dass du hier gewinnst und dass du viel Erz bekommst. Ja, und dann greifen die mit zweimal 100 Kobolden an oder so, oder Schleichkobolden. Das finde ich schon, das muss ich sagen, fand ich auch eine Frechheit. Das macht man einfach nicht, wenn man in einen fremden Clan kommt und unterstützt dort mit seinem Namen und macht dann einfach zweimal zwei Angriffe mit Schleichkobolden. Und das wird ja hier nicht reichen. Die Clankriege werden ja immer knapper. Ja, die Clankriege werden ja immer knapper. Also ich habe schon lange keinen Clankrieg mitbekommen, der jetzt so ganz souverän gewonnen wurde. Ich meine 108 zu 105, das ist nochmal eine Hausnummer gewesen, ja. Aber das ist auch nicht einfach so easy peasy gewesen. Ja, da haben wir uns auch ganz schön gequält. Aber wir haben es halt gepackt. Und da haben alle an einem Strang gezogen. Aber das, was jetzt passiert, ist hier, das werte ich einfach mal so, als dass jemand uns unterstützen will, weiß, dass wir gewinnen und holt sich einfach ganz billig Erz. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass wir hier diesen Clankrieg auch gewinnen, weil ich habe meine positive Denke dann heute wieder bekommen. Ja, 2 Stunden an der frischen Luft gewesen. Das pustet ja auch gut das Gehirn durch im Moment, weil es ziemlich schattig ist. Und dementsprechend bin ich wieder klar bei Kopf und nicht mehr so benommen wie gestern Abend, wo ich wirklich geschockt war über das, was ich hier sah. Aber wir gucken erstmal den Tim hier. Tim ist ein 14. Ja, ich glaube, es ist ein 80, 80, 55, 30. Das ist ein 14er gerade, so mal 14, ne? Obwohl, stimmt gar nicht. 14, ne, der ist 14er, ja, 14er ist das, ja, 14er, 14. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil Tim hat ja ein Jahr Accounts, da steigst du auch nicht mehr ran lang und Rathaus Level 11, was in seinem Titel ja steht, das ist ja schon ewig nicht mehr. Da müsste er mal ein paar Gems investieren, um seinen Namen mal umzunennen. Und ihr seht das auch hier, ne, der juckt die überhaupt nicht, ne? Der juckt die gar nicht. Der juckt die gar nicht. Die reiten einfach raus und weiter geht's, auf geht's hier. Rootrider, die müssen nur noch so einen Todesstoß auch, wie die Hogrider ausstoßen. Rootrider. Sowas irgendwie so ähnlich, müssen die noch irgendwas rausballern. Ah, naja. 74, 87, wir haben aber noch ein paar Attacken offen. Und 27 zu 19 Dreisterner, wenn am Ende 28, 29 Dreisterner da stehen, wisst ihr, dass wir gewonnen haben. Das Log sollte hier eigentlich öffentlich sein. Das kann man sich eigentlich angucken. Unser Warlock sieht ja auch eigentlich ganz lecker aus. Ne? 108, 103. Das hatte ich ja gesagt. Oder hatte ich 108, 105 gesagt? Ne, 108, 103. Ne? 108, 103. Und naja, ich bin mal gespannt, wie das mit den Widerreiterinnen, nicht Widerreiterinnen, Wurzelkriegerinnen. Ich verwechsel diese beiden immer noch. Mit den Wurzelkriegerinnen so weitergeht, könnt ihr mir gerne in den Chat reinschreiben, nicht in den Chat, sondern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sind die im Moment zu stark, sind sie, oder vielleicht nicht richtig gebalanced, so kann man es ja auch sagen. Ja, zu stark hört sich jetzt auch gleich wieder so an, oh, das ist eine OP-Truppe. Man muss sie natürlich auch handeln und spielen können, klar. Aber einige, wie gesagt, die haben wirklich 5 Finger gespammt, einmal gezogen, waren die alle raus, haben ein paar Valkyren dahinter gesetzt, ein paar Hexen, scheißegal, irgendwas. Von mir aus auch so ein paar paar Yetis oder sowas. Wahrscheinlich kannst du auch E-Drachen dahinterher schicken, wenn du dann noch Platz hast. Aber die Strategien waren nicht schlecht. Ich werde sie sicherlich auch mal nachspielen. Gerade mit den Zaubern fand ich sehr, sehr interessant, solange wie die Wurzelkriegerin noch so stark ist. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich gehe jetzt direkt hier nach in den Livestream schneiden, kann ich dann irgendwann mal später oder ich mache das einfach während des Streams. Bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Euer Toto. Clasht.